Hey und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ich hoffe, bei euch ist alles gut. Ich mache mich jetzt auf den Weg zum Tennis und ich habe heute tatsächlich all meine Personal Trainingstunden auf heute gelegt. Also Tennis, CrossFit, Yoga. Das wird auf jeden Fall ein sehr sportlicher Tag. Es ist sehr warm, ich muss also genug trinken und ich dachte, ich nehme euch einfach mal ein bisschen mit. Ich habe mir hier schon meinen Kaffee vorbereitet. Der ist jetzt ein bisschen kälter geworden. Da mache ich Eiswürfel rein, weil heute sind so krasse Temperaturen. Ich weiß auch nicht so ganz, warum ich mir heute die ganzen Stunden in einen Tag gelegt habe, weil es ist wirklich so heiß. Also Reminder an euch alle, trinkt auf jeden Fall immer genug. Und weil ich weiß, dass ich heute etwas länger unterwegs bin, habe ich mir gestern ein bisschen mehr Essen vorgekocht. So habe ich hier einmal Reis mit Kichererbsen-Curry und Tempeh. Dann habe ich hier noch meine Aminosäuren, sehr, sehr wichtig. Hier mein Kaffee und dann noch ein Proteinriegel. Und jetzt geht's los. So sieht mein Outfit aus. Ich habe einmal ein T-Shirt an, darunter habe ich einen Sport-BH, dann einen Tennisrock und ich bin hier mit meiner neuen Tennistasche auf jeden Fall vorbereitet. Das war mein Training. Fühlt sich gerade an, als hätten wir im Regenwald trainiert. 78 Minuten. Bitte die Schwitze. Okay, also ich muss mich jetzt tatsächlich richtig krass beeilen. Ich habe in 40 Minuten Personal Training im Clays und ich fahre 50 Minuten. Also ich hoffe, ich muss keine Strafburpees machen. Und weiter geht's. Jetzt habe ich eine Crossfit-Stunde mit Erik, mit dem trainiere ich hier immer. Hände und Arme. Richtige Gym-Hände. So, wir haben jetzt 5 Durchgänge, immer im Wechsel Bankdrücken mit Kurzhantel gemacht und Klimmzüge. Und ich habe jetzt die Klimmzugtechnik richtig gelernt und es ist so viel anders, Klimmzüge und sowas zu machen. Also ich hoffe, dass ich die dann bald auch alleine sauber hinbekomme. Jetzt geht's weiter, ich glaube mit einem Zirkel oder sowas. Wie ist denn das mit dir und Handstand? Mit mir und Handstand, das ist super. Ja? Ja, natürlich. Das will ich ja lernen. Aber mit meinem Wackelpuddingarm heute? Mal gucken. Das ist zu hoch. Jetzt wieder zu Hause. Ich werde mir jetzt erstmal was zum Essen machen. Ich dachte eigentlich, dass ich es irgendwie unterwegs schaffe, aber ich
esse jetzt einfach ganz entspannt zu Hause. Jetzt Reis mit Curry von gestern. Und da freue ich mich sehr drauf. Immer wenn ich so viel Sport mache, habe ich so Hunger. Da könnte ich wirklich 4 Portionen essen. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt. Und dann springe ich schnell unter die Dusche, mache mich fertig und dann muss ich ein Video für L'Oréal Paris drehen. Das gibt es jetzt bei mir. Ich habe jetzt noch ein bisschen Feta drüber gemacht, weil ich da irgendwie total Lust drauf hatte. Irgendwie eine komische Kombination, aber wird schon schmecken. Ich werde mich jetzt hinsetzen und dann mache ich mein Coaching weiter und werde nochmal mein Buch lesen. Das habe ich heute Morgen vor dem Tennis nicht geschafft und ich versuche immer, beziehungsweise ich lese immer einmal mindestens eine halbe Stunde am Tag. Einfach um mich da auch in vielerlei Hinsichten weiterzubilden. Mich interessieren momentan so viele Themen und ich komme gar nicht hinterher mit den Büchern. Deswegen, ja. Ich habe jetzt meine Yogastunde und die Story dahinter ist eigentlich ganz witzig. Ich habe Zoe auf TikTok gesehen. Sie hat unfassbar krasse Sachen im Yoga-Bereich gemacht. Also wirklich von so einer krassen Flexibilität bis über Handstand, wie sie sich verbogen hat. Und dann hat sie gesagt, dass sie dafür gar nicht so lange gebraucht hat und dass sie früher das halt gar nicht konnte. Und ich so, Gott, die macht das bestimmt schon 10 Jahre. Und dann habe ich ihr geschrieben, dass sie das mega gut macht, dass ich das total feiere. Und dann hat sie vorgeschlagen, dass sie mir über Zoom-Calls ein paar Yogastunden gibt. Sie befindet sich gerade in Mexiko, ich hier in Berlin und jetzt habe ich die erste Stunde mit ihr. Ich habe mich jetzt nochmal fertig gemacht, weil ich noch ein paar Calls habe. Ansonsten kurzes Feedback vom heutigen Tag und auch von der Yogastunde. Yoga war unfassbar anstrengend. Ich hätte es niemals erwartet. Wir haben jetzt 60 Minuten Yoga gehabt. Das war total cool, weil sie irgendwie in Mexico City war. Ich war in Berlin. Ich kann mit ihr auch nochmal so ein bisschen Englisch lernen gleichzeitig. Das finde ich ganz gut, wenn man sich da auch einfach connectet und sich gegenseitig hilft. Und sie hat mir wirklich alle Steps und Übungen einzeln erklärt, wie die richtig ausgeführt werden. Und klar, ich kann auch nicht jede Position super, aber das darf man ja alles lernen. Und das will ich auch lernen. Also ich habe da richtig Bock drauf. Sie hat mir ein paar Sachen, ein paar Übungen mitgegeben, die ich jetzt einfach täglich üben soll. Und da freue ich mich drauf. Ich kann euch ja gerne mal in meiner Insta-Story auch zeigen, was genau ich da jetzt jeden Tag übe. Ansonsten, Tennis war gut. CrossFit war super anstrengend. Also CrossFit haben wir wirklich sehr viel Oberkörper gemacht. Bis zum Muskelversagen. Also ich werde morgen auf jeden Fall einen guten Muskelkater im Oberkörper haben. Deswegen werde ich einfach nur so einen Active Recovery Day machen. Und dann hoffe ich natürlich, dass euch dieser sportliche Vlog heute hier gefallen hat. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr als nächstes sehen wollt. Und ja, lasst gerne ein Like und ein Abo da und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss! Kurzer Reminder an euch, wenn ihr Sportarten lernen wollt und denkt, ihr könnt das nicht, ihr schafft alles, setzt euch einfach Ziele und bleibt dran und dann werdet ihr auf jeden Fall auch wirklich gute Erfolge in kürzester Zeit sehen. Einfach nur dranbleiben, an euch glauben und alles ist möglich.